Das ist das Ende unserer Filmgeschichte. Gerade ging die Theatervorstellung Schneewittchen und die sieben Zwerge zu Ende. Das ist Claudia. Sie hat einen Zwerg gespielt. Claudia ist gehörlos. Sie kann das Klatschen ihrer Freundin zwar sehen, aber nicht hören. Acht Tage haben wir Claudia bei den Proben in der Schule und zu Hause gefilmt. Und was wir dabei erlebt haben, das wollen wir jetzt zeigen. Wir sprechen über das Theater Schneewittchen und die sieben Zwerge. Gabi, komm, sprich deutlich. Das war die erste Kostümprobe. Claudia ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Sie ist nicht dümmer oder schlauer als andere Kinder. Nur gibt es ein paar Dinge, die sie nicht kann. Sie kann zum Beispiel nicht Musik hören, sie wird auch nie ein Instrument spielen oder ein schwieriges Buch lesen können. Und da sie ihre eigene Stimme nicht hört, haben die anderen manchmal Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Ich bin nicht drüber. Ja,
Und jetzt die gleiche Szene nochmal, so wie Claudia sie mit ihrem Hörgerät wahrnimmt.
Claudia ist krank. Claudia ist nicht da. Wer möchte für Claudia spielen? Und wer möchte spielen? Tina? Na, ich mache den Spielen. Ja. Thank you.